So, ich bin zurück und das hat natürlich... Lol. Habe ich eben gerade die Kamera mit WASD bewegt? Komisch. Ich weiß nicht, ob was gebracht hat, aber ich habe jetzt mal Chrome geschlossen, weil da hatte ich nämlich noch den Chrome Browser offen. Ja, scheinbar sieht das wirklich ein bisschen besser aus. Sollte ich vielleicht mal echt beim nächsten Mal wieder Chrome schließen, wenn ich aufnehme. Sieh dich blinken! War voll übertrieben, wie viele Gegner mal ankommen. Total essen. Und wie sie sich immer in den Büschen verstecken und dann keine Chance hat, die wirklich sofort anzuklicken, weil man klickt ja dann in den Busch rein und klickt auf die Gegner, ne? Also. Ist ja auch logisch, also hier die Realistik. Gold! Gold! Nimm mir auf! Hallo? Aufnehmen. Danke. Ah, die konnte man natürlich auch nicht sehen, ey. Wie fies. So scheiße! So scheiße! Na komm. Alter, ey, die hat echt auch irgendwie... Na, ich glaube, ich musste mal irgendwie besser ausrüsten, weil sie säuft mir die ganzen Tränke weg. Lederhandschuhe nehmen wir mal mit. Oh, was haben die hier? Mana-Schrein, oder was? Damals ein richtig geiler Effekt. Heute ist das, nicht mal so geil. Aber trotzdem, Nostalgie-Faktor, wie gesagt, das ist schön, das Spiel. Und, ja. Ich mag es gerne spielen, auch wenn hier die Steuerung noch ein bisschen arschig ist. Deswegen mache ich ja Dungeon Siege 2 ja mehr und Dungeon Siege 3 ist ja komplett am Thema verfehlt. Also, wer Dungeon Siege 3 geil findet, der hat noch nie eins oder Teil 1 oder 2 gespielt, weil das Spiel einfach komplett, den Hintergrundgedanken des Spieles, also der Spielereihe, einfach nur komplett einfach verfehlt. Einfach, das ist einfach ein Scheiß. Gegner, okay. Ach, der lebt noch. Ach so, ja, klar, das ist ein Gegner, aber... Ne, das ist genauso... Das ist jetzt vielleicht nicht so ein tolles Beispiel, aber das ist genauso wie mit WoW. Es kam Erweiterung raus, also es kam dann eben... Es kam dann eben... Ja, die erste Erweiterung, damals Burning Crusade kam raus. Super, gut. Die Goldinflation, dass dann eben das Gold nichts mehr wert war damals. Es ist aber bei jedem Add-on von WoW so, dass das Gold dann irgendwie keinen Wert mehr ist und dann, also keinen Wert mehr hat wirklich und dann erstmal richtig am Arsch ist. Aber das ist bei jedem Add-on wirklich so. Also, aber ne, dann war das eben das erste Mal so, okay, musste man sich darauf einstellen und okay, aber das Add-on war geil. Es war geil. Und es hat Spaß gebracht. Wirklich. Und dann kam eben, ja, Wrath of the Lich King raus. Da war dann irgendwie wieder diese Goldinflation. Und ja, schön, gut, hat man sich irgendwie darauf eingestellt, weil man wusste, dass... Man kannte es ja damals von Burning Crusade. Da kannte man das ja. Und deswegen wusste man auch, wie man damit umzugehen hat. Ja, Wrath of the Lich King. Auch geil. Man hat natürlich erstmal am Anfang viel rumgemeckert, weil, ja, wo ist denn der Lich King und so? Die Eiskronzitadelle kam erst sehr spät ins Spiel rein. Gut, konnte man den Lich King noch nicht besiegen. Ist aber egal, das Add-on war klasse. Dann kam, hier Cataclysm, also Cataclysm raus. Hier ist übrigens dieser Dungeon, den ich so hasse. Kam eben Cataclysm raus. Das Eisschwert will ich mitnehmen. Ich glaube, das ist das geile Schwert. Hier. Dass ich damals fick euch alle mal, richtig? In euer Böse. 40 bis 49. Du bekommst es.
bis 49. So, jetzt gebe ich mal irgendwen hier, weil das ist eigentlich gar nicht schlecht, das Schwert. Wo war ich jetzt gerade spielen? Ja, ich war jetzt gerade bei Cataclysm. Dann kam eben Cataclysm raus. Da war auch wieder diese Goldinflation. Ah, kannte man. Und man wusste eben noch besser eben, wie man sich, wie man damit umzugehen hat. Und dann eben, ja, das war gar nicht so schlimm. Cataclysm hat dann auch komplett die ganze Welt ein bisschen ein bisschen verändert. Da brannte dann eben mal der eine oder andere Wald und, die eine oder andere Quest war dann eben ein bisschen anders. Und man hatte dann andere Fähigkeiten ein bisschen, die wurden dann abgeändert, waren natürlich ein bisschen verwirrend, aber viele sagen ja eben auch, Cataclysm war nicht so ein tolles Add-on, war ein eher schlechtes Add-on, aber ich fand es eigentlich nicht schlecht, ich fand es richtig gut. Hat auch wirklich richtig Spaß gebracht, da auch gegen Todesschwinge, wo wollen die Spieler denn hier alle hin? Todesschwinge zu kämpfen, richtig schön. Wobei ich Todesschwinge nicht bekämpft habe, weil ich bin dann bin da soweit nicht gekommen, leider. Leider. Aber das macht nichts. Ich habe, wieso ist er noch tot? Ich habe zumindest den Kampf von Todesschwinge habe ich zumindest mir dann angeguckt im Video. Wenn ich den schon nicht bekämpfen kann, dann will ich mir ihn noch angucken zumindest. Habe ich dann gemacht? Ja, war nice. Also, ne, fand ich schön. Und dann, um dann wieder diesen Schwenk zu dann Siege zu machen, dann kam, also, ne, das ist eben jetzt dieses Beispiel, ne, dann ziehe ich 1, 2 und dann kommt 3, der Epic Fail. Und dann kam, bei WoW war das dann, der Epic Fail war dann Mists of Pandaria. Da dachte ich nur, Alter, WoW ist eine Fantasy-Welt, Drachen, Magie und, ja, wirklich diese Fantasy aus, wie die Europäer und wie die Amerikaner sich das vorstellen. Genau so. Und die Chinesen, die haben eine ganz andere Vorstellung davon. Die stellen sich das ganz anders vor. Da sind die Spiele auch anders. Das ist mehr grindelastig und da sind die ganzen Models auch anders. Und dann bringen die Mist of Pandaria rein, als Add-on rein. Und dann kommen Pandas. Panda, ganz ehrlich, Panda. Das passt so gar nicht in das Spiel. Das ist so... Es ist einfach... Alter, das geht gar nicht. Und dann... Alter, und dann auch noch in so einer japanischen, chinesischen Welt. Alter, da hätte man echt diese Idee hatten, sowas zu entwickeln. Ganz ehrlich. Die hätte man feuern sollen. Die hätte man wirklich feuern sollen. Weil das ist einfach nur so dumm. So dumm kann man doch nicht sein, um so einen Scheiß zu entwickeln. Ganz ehrlich, so ein Panda... So ein April-Scherz, dass man Pandas dann als April-Scherz in Warcraft 3 einbaut. Ja gut, ist noch lustig und toll, aber dann so ein April-Scherz dann zu verwirklichen, ist doch echt... Das ist das Allerletzte. Aber so ein riesiger Epic-Fail von Blizzard. Neben dem riesigen Epic-Fail mit Diablo 3, was Blizzard dann auch gerade so sich schön leistet und so. Ne? Also ganz schön viel Scheiß. Ganz ehrlich, ich habe damals wirklich auch diese Firma Blizzard wirklich angesehen als... super geile Firma, die wirklich super geile Spiele macht, aber als Diablo 3 und Mists of Pandaria rauskamen, dann habe ich echt nur noch gedacht, Alter, Blizzard ist echt, also, die machen jetzt echt nur noch Scheiß. StarCraft 2, das ist momentan das einzige Spiel, wirklich das einzige Spiel, was sie wirklich gut machen. Aber das glaube ich auch nur wegen E-Sports, ne? Weil die natürlich den E-Sport nicht vergraulen wollen und natürlich da immer noch wirklich da, wirklich, ja, wirklich. Nee, also noch im E-Sport drin sein wollen und da auch noch die ganzen E-Sports-Kämpfe austragen und so weiter und so fort. Und da wollen die natürlich das Spiel auch nicht so scheiße machen. Aber das heißt doch noch lange nicht, dass die alle anderen Spiele scheiße machen müssen. Echt, das ist dumm. Und Blizzard... ist echt, also, es geht gar nicht. Das ist doof. Doof, finde ich. WoW ist immer noch ein gutes Spiel. Und Diablo 3 ist auch nicht gerade ein schlechtes Spiel, aber die Umsetzung ist einfach nur Bullshit. Es ist Bullshit. Und wenn jetzt, es ist natürlich meine Meinung, wenn jetzt irgendwie andere kommen und sagen, ja gut,
stimme ich dir nicht zu oder so, dann ist es völlig okay. Jeder hat natürlich eine andere Meinung. Und ich habe eben schon jahrelange Computerspiele, Games, sowohl offline als auch online Erfahrung. Und habe auch diverse Spiele schon gespielt. Und dann einfach ein tolles Spiel, was von Anfang an toll war, einfach so scheiße zu machen, ist doch echt. Also das ist das Letzte. Und ja, deswegen. Da würde ich euch lieber raten, um jetzt mal hier ein bisschen Werbung zu machen, Rift zu spielen. Rift ist wirklich, es ist fast wie WoW, nur eben besser. Es hat eine bessere Grafik, weil die Grafik von WoW ist jetzt nicht gerade die schönste und so weiter. Und, ja, also es ist nicht das schönste, aber man muss echt sagen,